Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime O'Clock. Letztes Mal haben wir ein Furunkel gelöst. Jetzt machen wir weiter in der normalen Zeitgeschichte hier. Geht direkt rein. Der braune Ziegenbock. Ah ja. Das Nexus-Ereignis im verlorenen Zeitalter verliert mit alarmierender Geschwindigkeit an Stabilität. Meine Zeitscanner konnten die Veränderungen nicht erkennen, während sie passiert sind, sondern erst hinterher. Das kann nur eines bedeuten. Wer auch immer versucht, die Zeitlinie zu verändern, weiß sehr genau über unsere Anwesenheit Bescheid und versucht, das Zeitkontinuum zu zerstören, indem er alles mit kleinen, kaum wahrnehmbaren Änderungen überflutet. Diese kleinen Änderungen sind wie Tropfen. Eine alleine bewirkt nicht viel, aber wenn man genug davon hat, kann man einen Ozean damit füllen. Detective, ich erkenne Zeitfluktuationen in der nördlichen Marktstraße. Irgendetwas ist dort passiert. Ja, dann mal her mit der nördlichen Marktstraße. So. Und das allererste, finde heraus, was passiert ist. Ja, das allererste, was wir gucken, ist tatsächlich an Tick 10 ist der immer noch da. Das ist ja crazy shit. Und hier vorne, was ist das denn hier? Das sieht auch komisch aus, ne? Hoppala. Warte mal, wo war denn das andere? Genau, der ist auch noch immer da. Krass, okay. Also das heißt, die Figuren, die ich hier sehe, kann ich mit diesem Furunkelung-Dings... Oh je, was ist denn hier los? Kann ich auch sehen. Hier ist irgendwas Schlimmes passiert. Zerbrochen. Shushan. Dieser Stand wurde vollständig zerstört, als wäre eine unaufhaltbare Kraft hindurchgerannt. Der Händler wirkt ziemlich verzweifelt. Lass mich meine Subroutine laden, damit wir alle Details in unserer Datenbank prüfen können. Na, mach mal. Fehler. Zugang verweigert. Daten zu Subjekt Shoshan stehen unter Geheimhaltung. Zugangsberechtigung Stufe Dunkelrot erforderlich. Naja, war ein Versuch wert. Immerhin kennen wir jetzt seinen Namen. Tja, lass uns mal nachsehen, ob wir die Art dieser unaufhaltbaren Kraft herausfinden können. Tja, was könnten wir machen? Suche nach weiteren Hinweisen. Können wir nicht... Nach weiteren Hinweisen. Okay, also unaufhaltsame Kraft. Die hat unfassbar viel Kraft. Hier. Wer ist mit diesem Wunderschaf, mit der Wunderlampe auf dem Kopf? Es ist ein Bock. Ach, wie schön, dass auch die Symbole angezeigt werden. Da. Ein ernstzunehmender Schurke, ein Zerstörer von Marktständen, ein Ziegenbock? Warum muss es hier Ziegen geben? Es lässt sich nicht abschätzen, welchen Schrecken eine solche Kreatur über eine verteidigungslose Stadt bringen kann. Tja, Schätze, wir haben unsere unaufhaltbare Kraft gefunden. Aber warum läuft hier eine wild gewordene Ziege mitten in der Stadt herum? Lass uns mal kurz zurückspulen. Im verlorenen Zeitalter waren Ziegen leider nicht rechtlich belastbar. Das wurde erst nach dem großen Ziegen-Guerilla-Krieg im Jahr 2356 möglich. Da wir keine heimtückische Ziege verhaften lassen können, sollten wir ihren Besitzer suchen. Okay. Nur eine? Okay, wir gehen nur eine Station zurück. Ja, okay. Da ist auf jeden Fall El Ziego. Ja, da ist der Besitzer. Schöne Hörner. Schöne Grüße. Lass uns zurückgehen. Alles klar. Tick 8. Oh, ich hätte gedacht, dass... ja, hier. Ich wollte gerade sagen, da stand doch der Typ. Der stand nämlich bei dem anderen da schon auf der Straße in der Verlängerung quasi. Da, dieser Mann ist dumm genug, eine Ziege im Arm zu halten. Ist das der Besitzer oder ist die Ziege der eigentliche Herr? Finden wir seine Identität daraus. Hoffentlich haben wir diesmal Zugriff. Okay, lade mal die Subroutine bitte. Siri. Subroutine zum Datenbankabgleich ordnungsgemäß geladen. Na dann mal los. So, okay. Ja. Jetzt die Nase. Ja. Und jetzt, was? Was ist das? Die Nase? Nicht die Nase, die Nase. Ja, die Nase ist es. Okay. Puh, das ist gar nicht so einfach. Okay.
Ufa, Händler. Gute Arbeit, Detective. Der Name unseres Ziegenbesitzers ist Ufa. Irgendein Händler. Ich sehe hier in der Datenbank, dass er ein erbitterter Rivale von Shoshan ist. Warte, ich habe da eine Idee. Ich will sehen, was Ufa gemacht hat, während seine Ziege aus der Hölle Shoshans Stand platt gemacht hat. Seine Ziege aus der Hölle. Okay. Der hat sich gefreut. So, der stand nämlich bei 9 hier oben. Das habe ich gesehen und hat sich gefreut. Der wird also... Ach, hier. Da ist er. Da, guck mal, er freut sich. Sieh ihn dir an. Er wirkt ziemlich glücklich. Ich schätze, er teilt sich seine Zerstörungswut mit seiner Ziege. Alles an Ufa ist verdächtig. Lass uns die Zeit zurückdrehen und ihm folgen, sodass wir unseren Verdacht bestätigen können. Na, dann mal los. Ganz von vorne. Okay. Finde Ufa. Also Ufa hat auf jeden Fall... Hier ist die zerstörungswütige Ziege. Okay, das merken wir uns mal. Bei Tick 1 ist die Ziege hier. Wahrscheinlich gehört die Ziege gar nicht dem Ufa, sondern er hat sich die nur ausgeliehen von diesem Menschen hier. Wie sieht das denn aus? Also bei Tick 1 ist er noch hier. Da ist noch alles supi mit seinem Laden. Der ist vielleicht auch einfach ein Verkäuferkollege, oder? Hier. Ach, die beiden haben Streit. Guck mal. Kapitalism. Was? Kapitalism. Kapitalism. Ach ja, alles klar. Herausforderung. Ufa stritt sich mit Shoshan. Dem Stein hinter ihnen nachzuurteilen, befanden sich beide in einer Art Wettstreit. Man nannte das Kapitalism. Und es war ein sehr beliebtes Spiel unter Händlern im verlorenen Zeitalter. Man versuchte in vorgegebener Zeit so viel Profit wie möglich zu machen. Damals war das nur ein Spiel, leider entwickelte es sich zu etwas sehr Unangenehmem. Aber das reicht jetzt an Geschichtsunterricht. Lass uns Ufa während des Spiels verfolgen, um herauszufinden, wie gut er spielt. Okay. Ah, das hier ist der Stein quasi, ne? Da ist der eine hier und der andere da und jetzt müssen die irgendwie möglichst viel Kram verkaufen. Er steht da wirklich mit dem Kippi. Naja, gut. Okay, Ufa verkauft. Guck mal, hier ist noch die interessante Ratte. So, also er verkauft hier. Und wo mag jetzt Ufas Shop sein? Alles nicht so aus. Blinkt auf jeden Fall schon der Hinweis. Wir könnten den Hinweis laden, wenn wir wollen würden. Ich würde mal sagen, warte mal, wir sind jetzt bei Tick 2, ne? Hier war ja gerade die wildgewonnene Ziege unterwegs. Hier, guck mal, da ist sie jetzt. Und der Typ ist immer noch hinter seinem Ziegenbock her. Das merken wir uns mal, aber ich glaube, das ist wirklich bedeutsam. Ist das hier der Ufa-Typ? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Fehlschlag. Oh, hier ist wieder der. Okay. Fehlschlag. Was heißt denn Fehlschlag? Es scheint irgendwie nicht zu passen, oder? Guck mal hier. Okay, der trägt jetzt seinen Ziegenbock. Was ist denn hier die Aufgabe? Ich dachte, die wollen so viel wie möglich verkaufen. Es scheint aber so zu sein, als wollte er möglichst viel kaufen.
Da läuft auch nochmal der rum. Hier läuft der andere rum, den müssen wir auch mal uns merken. Ist er das hier? Nee, ne? Nee, der hat ja kein Bandana an. Hier. Niederlage. Und wie erwartet hat Ufa das Spiel des Kapitalismus verloren und Shoshan macht sich völlig zu Recht über ihn lustig. Normalerweise gab es bei solchen Herausforderungen einen Wetteinsatz. Ich glaube, wir sollten die Steintafel entziffern, um mehr über die Regeln von Kapitalismus zu erfahren. Das finde ich gut. Machen wir das mal. Subroutine, Entschlüsselung, genau, das können wir ja schon. Da können wir einfach direkt weitermachen. Also. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Was bedeutet das? Dim, dim, dim. Ein Freilassen geht ja nicht. Folgt dir die Reihenfolge hier nicht. Was hat denn das damit zu tun? 1, 2, 3. Was? 1, 2, 3. Ne, das kann ja nicht sein. 1, 2, 3. Dann hier. Okay. Okay. Offensichtlich muss ich das Spiel erstmal lernen. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das hier. Das zählt wahrscheinlich dann zu der Nummer. Also, das heißt, hier Prinz 9 und Auge des Ra. Also, Dip, Prinz. Nee, Dip. Nee. Hier. Bam, 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 bam. Okay. Das war ein bisschen verwirrend mit dem Leerzeichen hier. Aber gut, haben wir das auch geklärt. Die Steintafel ist eindeutig. Der Verlierer muss seinen Stand dem Gewinner überlassen. Ufa hat gerade alles verloren. Ich muss zugeben, abgesehen von seiner Liebe für Ziegen, wirkt er wie ein netter Kerl und hat ein solches Schicksal nicht verdient. Nicht in diesem erbarmungslosen Zeitalter. Trotzdem hatte er nie die Gelegenheit oder den Mut, sich in der wahren Zeitlinie an Shoshan zu rechnen. Wie das so häufig der Fall ist. Wir sollten noch einmal zu Ufa gehen, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Paradoxon aufzulösen. Ja, Detective, ich merke, dass es dich ziemlich stresst, jemanden in einer Stadt zu suchen, in der man Sofortreisen durch Erdtore benutzen kann. Vielleicht kann ich helfen. Gib mir nur etwas Zeit, um eine neue Subroutine zu installieren. Da du das Freemium-Modell nutzt, kannst du diesen Vorgang beschleunigen, indem du dir ein paar Werbeanzeigen ansiehst. Ja, klar. Nein? Na schön. Jetzt müssen wir wohl warten. Bist du wirklich sicher mit den Werbeanzeigen? Das sind echt witzig und genau auf dich zugeschnitten. Ich weiß, was dir gefällt. Okay, okay, du hast Nein gesagt, ich hab's verstanden. Gut, dann warten wir mal. Installation abgeschlossen, hervorragend. So, was ist das jetzt hier? Was? Du solltest wissen, dass manche Objekte, die man Drehpunkt nennt, in einer bestimmten Frequenz vibrieren, abhängig von dem Moment in der Zeit, zu dem sie beobachtet werden. Das genaue Untersuchen dieser Objekte macht es möglich, eine bestimmte Epoche als Melodie darzustellen. Allerdings ist es auch möglich, durch das Berühren dieser Objekte einen Hinweis auf die Nähe zu Verzerrungen in der Raumzeit zu erhalten. Was? Ich bin doch dumm, wie kannst du denn so... Nein. Es ist ganz einfach. Eis bedeutet weit weg und Feuer bedeutet ganz in der Nähe. Probier es einfach mal aus. Feuer. Perfekt. Wie du gesehen hast, reagiert das Element mit Feuer. Was bedeutet, dass sich Ufa ganz in der Nähe befindet? Verfolgen wir zunächst den Händler, bis wir den Ursprung des Paradoxons finden. Du kannst gerne auch weiterhin den CFE-Analysator verwenden.
Was? Also er ist ganz in der Nähe. Kalt. Warm. Also hier irgendwo muss der sein. Da ist er. Ich bin ja mehr der Freund von, ich suche einfach ganz normal. Trümmer. Auch der arme Junge. 6. So, jetzt habe ich ihn hier schon gefunden. Jetzt ist er wütend. Ach, guck mal. Rage haben wir schon wieder. Detective, siehst du das auch? Diese Entität nennen wir Rage. Es war also seine Aktion, die Ufas Frust in einen Wutanfall verwandelte, der stark genug war, ihn dazu zu bewegen, Rache zu nehmen. Wie ich vermutet hatte, unsere Gegner greifen die Zeitlinie an, indem sie kleinere Vorfälle verursachen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir wissen, welche Kräfte Rage besitzt. Ufa wird wegen ihm von unzähmbarer Wut verschlungen. Wir müssen einen Tick in der Zeit finden, in dem Ufa ein Verbrechen begeht, um ihn verhaften zu lassen. Ja, gut, das ist aber schwierig. Also wir können das jetzt hier ein... Was war denn das hier nochmal für ein Button? Wir drücken mal hier drauf. Ach, das waren die Hinweise. Okay, wir drücken mal hier drauf. Kalt und hier so. Kalt und hier so. Kalt und hier so. Ist alles kalt. Okay, hier irgendwo. Ist hier noch ein? Okay, wir schalten das mal wieder aus. Ich finde das irgendwie nervig. Nichts, was... Ach, guck mal, was ist das denn hier? Das sind die gleichen, nur so eingewachst. Seltsam. Hier. Erwischt. Da. Fantastische Arbeit, Detective. Scheinbar war unser Ziegenbesitzer in Wahrheit ein Ziegendieb. Ufa hat die Ziege von diesem Tierladen gestohlen und ihre höllische Wut auf Shoshans Stand losgelassen. Ich weiß, dass es lustig war, aber wir können das nicht zulassen. Die Zeitlinie steht auf dem Spiel. Da wir beobachtet haben, wie Ufa eine Ziege gestohlen hat, können wir eine Wache alarmieren und ihn wegen Viehdiebstahls verhaften lassen. So sind Shoshas Stand und sein Vermögen sicher. Tut mir leid, Detective, aber es ist nicht mehr leicht, das Richtige zu tun. 17 Minuten 45, das war easy. Jetzt müssen wir zum Zentralrechner zurück und nachsehen, ob wir noch mehr Daten über unsere Gegner sammeln können. Aber wie immer, gute Arbeit, Detective. Zurück zum Batmobil. Errungenschaft. Jede große Entscheidung erzeugt Wellen. Löse 5 Kriminalfälle. Nice. Es gibt übrigens 40, glaube ich. Ja. Und wenn ich viel Zeit habe, mache ich mal diese Fulcrums-Dinger. Meine Testreihen sind abgeschlossen. Scheinbar haben Rage und unser geheimnisvoller Gestaltenwandler eine ähnliche Energiesignatur. Das kann kein Zufall sein. Außerdem sind die Energierückstände synthetischer Natur. Vermutlich war ich deshalb in der Lage, ein Muster in der des Gestaltenwandlers zu rekonstruieren. Ein Wort oder irgendein Code. Oder nun ja, ein Name. Oblivion. Okay. Also wir haben Oblivion. Was heißt denn das auf Deutsch übersetzt, Oblivion? Ich fürchte, uns geht die Zeit aus. Ich empfange ein sehr seltsames Signal aus dem Informationszeitalter. Etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Und mit ich meine ich die gesamte Datenbank dieser Agentur. Wir müssen uns beeilen. Okay, aber wir haben das Informationszeitalter schon nahezu zu 100%. Ich klicke auch hier nochmal auf das Fulcrum. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber einfach nochmal zu gucken. Oh Gott. Hier sind die Turtles. Die Turtles? Echt jetzt? Das sind doch die Turtles, oder? Okay. Krasser Schissel. Wir suchen die Turtles. Ich meine, da kann man natürlich auch nochmal extra... Hier,
Es sind wirklich die Turtles. Allerdings sind es wirklich auch Turtles. Die Hero Turtles. Okay. Ich will da jetzt nicht so viel machen, tatsächlich. Aber so ein bisschen können wir mal gucken. Wo können die wohl hin sein? Hier gibt es ja schließlich keine. Oh, hier, eine schwarze Katze. Hier gibt es ja schließlich keine. Hier. Keine hier Springtore. Nice, wirklich nice. Die Hero Turtles. Da war der Axel Rosie. Wo kann die denn so schnell hin? Ist ja nur ein Tick hier. Ist das deren Meister? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendjemand, das sah so aus, ne? Wir nehmen ihn nicht gefangen, oder? Oh, machen wir jetzt noch den. Ach komm, dann machen wir die Turtles jetzt hier noch zu Ende. Was soll's? Und dann machen wir in der nächsten Folge den nächsten Fall. Ich meine. Ja, wird schon. Wird schon irgendwie gehen. Kathedrale ist leer. Hier oben drauf. Irgendwo kommen die jetzt hier raus, die Turtles, logischerweise. Ich nehme mal an, aus dem Kanal irgendwo, ne? Oder sind die jetzt groß geworden? Nee. Die vier kleinen Turtles. Waren das nicht fünf? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe die Turtles nie so richtig verfolgt. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht so richtig irgendwas verfolgt. Auch die ganzen Anime-Sachen irgendwie nie geschaut. Was sind das hier für eine Ratte? Deswegen weiß ich es nicht so genau, wie das mit den Turtles so gelaufen ist. Crime O'Clock, okay. Tja, ich glaube, wir haben die Turtles verloren. Nochmal ganz kurz gucken, was hier steht. Die Hero Turtles sind kleine Schildkröten, die trainiert wurden. Ja, genau, die trainiert wurden. Und dann? Um Verbrechen zu bekämpfen oder so. Hier gießt eine Blume. Was ist mit den Hero Turtles? Eigentlich ist es so eine Action-Serie. Das heißt doch, die müssen irgendwo sein, wo auch Action ist, ne? Ding. Vielleicht schaffen wir das auch nicht mit den Turtles. Dann lassen wir es auch. Guck mal, den haben wir jetzt hier gerade. Und ist der das? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, ich wollte jetzt nicht so viel machen. Ich wollte nur den einen hier. Nur den einen Fall mit den Turtles hier machen. Aber ob der jetzt hier nochmal da steht. Oder? Nee, doch nicht. Okay, bleiben wir bei den Turtles. Wo sind die denn jetzt hier? Axel Blatt? Vielleicht machen wir einfach nur so ein bisschen was. Kreuz und quer quasi. Das sieht ein bisschen aus wie Ghostbusters, aber nur gut. Und hier haben wir so eine, guck mal, hier so eine Katzen. Ist das eine Katzenstatue aus dem Ägypten? Könnte man meinen, ne? So, kommt schon, Turtles. Oder wir suchen gar nicht die Turtles. Vielleicht suchen wir auch einfach diese Ratte mit diesem Stock. Könnte auch sein, oder? Gucken wir noch mal eben. Versuchen wir auch diese komische, oder ist das ein Biber oder sowas? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Ratte mit so einem Stock. Nach dem können wir natürlich auch mal Ausschau halten.
Hui, ehrlich gesagt ist mir das gerade ein bisschen. Er ist echt blind, Sandra. Okay. Das heißt, da waren irgendwo die Turtles. Aber wo? Man muss natürlich so sehen, ich habe natürlich da, wo die Maus hinzeigt, natürlich nicht meine Augen, ne? Sondern das sind nur, wie ich die Karte bewege. In den Häusern sind die auch nicht. Auf dem Haus sind sie auch nicht. Die gehen ja hier in die Kanalisation, das heißt, hier irgendwo müssen die auch wieder rauskommen. Irgendwo müssen die auch wieder rauskommen. Hier kommen sie nicht raus. Hier kommen sie auch nicht raus. Was, bei John Wick? Wo soll denn der sein? Das ist auch schön, ne? Er kriegt einen Hinweis mit noch einem Rätsel. Also genau für die Leute, die das jetzt hier bei YouTube sehen, ich habe hier nebenbei noch den Stream laufen. Das heißt, ich bekomme da noch Hinweise, wenn ich mich besonders dumm anstelle, so wie jetzt gerade. Das macht die Sache ein bisschen leichter, aber auch nicht wesentlich, ne, weil ich ja dann, wie gerade schon gesagt, ein Rätsel mit einem zweiten ablöse. Also hilfreicher wäre jetzt eher sowas wie rechts oben, links unten oder so. Ich meine, andererseits, wir müssen es auch nicht übertreiben. Wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht. Hier ist auch noch passieren noch Sachen. Ich versuche ja das gesamte Bild sozusagen zu erarbeiten. Hier irgendwo vielleicht. Ich komme hier nicht weiter nach oben. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Oh, hier liegt eine Armbanduhr. Wenn ich nicht durchlese, was ich anklicke. Ich habe ich doch gerade angeklickt hier, angedingst. Das sind alles so Kirchenfiguren. Johnny Weak. Ja, Johnny Weak, aber. Oh, da. Was? Hier ist ein Turtle. Da ist nur noch einer. Okay, der Turtle zählt scheinbar nicht. Aber wo sind da die anderen Turtles? Da oben ist auch nichts. Na gut, wir machen mal Folgendes. Die Folge ist jetzt sowieso zu Ende. Ich versuche das mal rauszufinden. Vielleicht starten wir dann in der nächsten Folge auf YouTube mit des Rätsels Lösung. Da ist auch eine Uhr, guck mal. Vielleicht gibt es nachher sowas wie finde alle Uhren oder so. Ja, werden wir schon rausfinden. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen auf YouTube. Bis zur nächsten Folge von Crime O'Clock. Macht's gut.